Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, begrüße euch zu Watch Dogs. Natürlich immer noch der erste Teil, weil der zweite kommt ja noch. Und ich habe ja gesagt, dass ich endlich dieses Spiel mal durchzocken möchte. Und ab und zu habe ich dann mal die Zeit. Heute hier am Sonntag will ich nichts anderes machen, außer mal eine Stunde Watch Dogs spielen. Und meine Aufgabe ist hier, Mission, den Bunker aktivieren, deaktivieren. Naja, hier irgendwas ist passiert, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, habe schon lange nicht mehr Watch Dogs gespielt und die Sonne, die scheint mir ins Gesicht. Und was ist hier los? Also ich möchte ja kein typisches Let's Play machen. Aber es sieht trotzdem noch genial aus. Es gefällt mir. So. Was soll ich eigentlich hier machen? Ah, ich muss da irgendwo versuchen hochzukommen, wa? Ei, was habe ich denn hier gefunden? Ein Kassettenrekorder. Damn, Trey. Tut mir echt leid mit deinem Wagen. Musstest du ihn auseinandernehmen, um einen USB-Stick zu finden? Mhm. Hast du alle 6 Attrappen gefunden? Dann bist du jetzt da. Nur eins. Die Autonummer habe ich schon gemacht. Du kannst mein Baby also in Ruhe lassen. Bitte. Ja, ja, ist jetzt gut. Irgendwie muss ich da hochkommen. Gibt es hier eine Möglichkeit, in das Gebäude rein zu dödeln? So wie es aussieht, eher nicht. Hm. Ja, passt ja wieder. Bin ich ja wieder total überfragt, ey. Oh. Es geht immer noch darum, dass unsere Schwester gekidnappt wurde. Und wir natürlich versuchen müssen, sie hier rauszubekommen. Aus den Fängen der Bösen. Oh. Ah, guckt euch an, da ist ein Lift. Ah ja. Und Lift wieder hoch. Und es backt hier ein bisschen, ne? So. Dann werden wir das einfach mal ausprobieren. Hier hochzukommen. Ja, jetzt haben wir natürlich vergessen. Wir müssen natürlich irgend erstmal was hier deaktivieren. Wir kommen ja sonst gar nicht so rein. Ah, wäre clever gemacht, Maximus. Sehr clever. Wo ist denn hier was? Müssen wir doch erstmal da drüben hin. Ach, mein Gott, ne. Was gibt's da hinten? Ach, so eine Rätseldinger, die sind ja absolut nichts für mich, ne? So, wir müssen nochmal hoch. Wir gucken nochmal. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ah. Ja, Blick. Ja. Ich wollte eigentlich die Kamera nehmen, ne? So, da ist noch eine Kamera. Okay. Damit haben wir die Tür offen. Das war ja einfach. So, ist hier noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Wir haben das hier alles fertig. Ach so, wir müssen hier rüber. Uiuiuiui. Ach, hier ist ja auch noch ein Lift gewesen. Na, ganz toll. Nummer 1. Noch 2. Okay, noch 2. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blum wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Okay. Wir werden jetzt einfach mal schnell mit dem Moped hier rüberfahren. Sind aber keine Gegner jetzt hier, ne? Oh, jetzt muss ich noch weiter suchen hier, oder was? Okay, lass uns einfach mal hier rein. Vielleicht können wir dadurch ein bisschen höher. So, jetzt stehe ich hier und dann.
hier rüber? Komme ich da rüber? Ah, ah, hau, hau! Toll. Bin ich jetzt? Ach, Maximus stellt sich wieder typisch clever an. Und weiter geht's im Geschäft. Ich denke mal, das war der richtige Weg, um hier irgendwie reinzukommen. Geht's hier rein? Ne, hier geht's nicht rein. Aber hier müssen wir Handy rausholen. Da ist eine Kamera, das ist ja super. Okay, das hätten wir. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier ins runter, oder wie? Aha, da unten. Da müssen wir hin. Aber wie komme ich jetzt dahin, ohne runter zu springen? Ach. Man sollte mal die Augen aufmachen, ne? Aber es sieht doch immer noch klasse aus. Backt natürlich ein bisschen. Kann natürlich sein, weil das noch nicht so 100%ig kompatibel ist mit der Grafikkarte, die ich ja hier drin habe. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. So. So, jetzt zum letzten und dann werden wir mal sehen, was da noch so kommt. Okay, das, ihr seht schon, wie das hier so hin und her wabbelt, ne, wenn ich hier laufe. Keine Ahnung. Sieht ein bisschen doof aus. Egal. So. Die Generatoren sind da hinten. Ich hacke das Tor. Ah, das Tor hacken? Das war nicht das Tor. Das war der Träger. So, jetzt hier. Wo bin ich jetzt? Hier geht's da rein. Vielleicht mit der Kamera? Ah. Na, geht doch. Jetzt muss ich irgendwie da hochkommen. Ah. Und jetzt muss ich mit dem Kran wahrscheinlich hier rüber, ne? Na, aber ich bin ja schon richtig clever. So. Hier komme ich wahrscheinlich nicht rein, ne? Oder? Doch, ich komme rein. Ach, herrlich. Das sollte reichen. Betreten Sie den Bunker. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Oh, da liegt was. Das ist ja so typisch, ne, dass sie überall in jedem Spiel irgendwas verstecken, aber das will ich jetzt mir nicht anhören. Au, 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 au. Gut. Wir gehen jetzt einfach mal dahin und schauen, was da passiert. Vielleicht sind dann irgendwelche, ja, Gegner, die wir dann wegeliminieren können. Vielleicht war es ja auch heute nur, wir suchen es und dann war es das. Ja, toll. Was ist jetzt? Ach so, wir bewegen uns. Aha.
denke mal, ich muss da einfach nur dahin gehen, ne? Home sweet home. Siehst du? Ich hatte recht. DedSec wird das gut gebrauchen können. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Mhm. Hilf mir, sie online zu kriegen. Gut, machen wir das noch schnell, ne? Na dann, viel Glück. Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila! Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein? Schon komisch. Wir wissen, woher die IP-Adresse stammt. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi-Freeman-Bezirk. Viceroy-Territorium. Da. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein, die sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. So, ich würde sagen, dass wir hier an dieser Stelle einfach mal einen Cut machen. Ich spiele es einfach ein bisschen weiter und wenn mal wieder eine richtig schöne, ja, Mission kommt, dann mache ich das einfach mal. Zeige ich euch das. Also es soll jetzt kein richtiges Let's Play sein. Einfach mal nur eine Runde Watch Dogs hier im Dunkeln. Mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.